Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Diesen wunderbaren Server haben wir von HK Hosting bekommen und der ist jetzt sozusagen unser Testobjekt, mit dem wir hier eben diese wunderbaren Tutorials machen können. So, wir hatten das letzte Mal schon einen Header hinzugefügt. Dieser Header wird sozusagen für jedes Mal, wenn ihr eure Webseite, wenn jemand auf eure Webseite zugreift, wird dieser Header ausgeführt und wir hatten das letzte Mal mit HTTPS gearbeitet. Davon sind wir dieses Mal unabhängig. Heute geht es nämlich um X-Frame Options. X-Frame Options geben an, auf wessen Webseiten eure Webseite eingebunden werden darf über iFrames. Ihr kennt vielleicht aus HTML5 den Tag iFrame. Und ja, klar, muss man wieder schließen. Dadurch kann man fremde Webseiten auf seiner Website einbinden und anzeigen. Das ist jetzt erstmal natürlich ein cooles Feature an der Stelle, aber man kann es auch sehr, sehr böse ausnutzen. Und wir machen hier natürlich gerade Sicherheit, deswegen wollen wir, dass möglichst unsere Benutzer so sicher sind, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen wollen wir natürlich, dass unsere Webseite eigentlich nicht eingebunden werden kann, außer auf erlaubten Domänen. Ansonsten ist nämlich Clickjacking möglich. Wie das Ding übrigens mit den iFrames funktioniert, zeige ich auf meiner HTML5 Playlist, falls ihr reingucken wollt. Und Clickjacking werden wir auch noch behandeln in der IT-Sicherheits-Playlist. Wir haben schon ein ganz kleines bisschen damit experimentiert mit Beef, aber nicht wirklich viel. Sage ich jetzt mal. Okay, was wir jetzt hier also machen wollen, ist, wir wollen Clickjacking unterbinden. Jetzt ganz kurz, was ist Clickjacking? Jemand bindet eure Webseite ein. Das heißt in meinem Fall zum Beispiel the-morpheus.de. Ich werde eingebunden von jemandem von euch, der einen Blog hat und der gerne die Passwörter oder die Nutzerdaten von allen Benutzern im Forum hätte. Also bindet jemand von euch meine Domain ein und schreibt sich dann eine sehr, sehr ausgeklügelte CSS-Datei, die bei mir Elemente so verschiebt, dass sie unter seinen Links oder über seinen Links eigentlich liegen. Und das heißt, sagen wir mal, das hier, dieses Generally hier, das ist jetzt plötzlich der Login-Button und das Generally ist auf seiner Seite sozusagen die echte Seite. So, was jetzt passiert ist folgendes. Ich möchte mich auf seiner Seite, möchte ich auf dieses Generally klicken. So, und er hat aber drüber gelegt den Login-Button von meiner Webseite und er hat dieses Ding unsichtbar gemacht. Das heißt, ich sehe nicht, dass ich gerade eigentlich auf meine Webseite über einen iFrame klicke, sondern ich denke, ich befinde mich auf seiner Webseite und klicke auf Generally. So, jetzt klicke ich da drauf und logge mich ein. Aber das Ganze läuft über seinen Browser, über seine Website und dadurch bekommt er da auch noch relativ viele Informationen mit, sozusagen. Ganz grob umrissen, es ist nicht alles so genau, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ganz grob könnt ihr es euch so vorstellen, man klickt auf was drauf und statt dass man tatsächlich auf das klickt, auf das man denkt, dass man klickt, klickt man auf ein Element auf eurer Webseite. Und das Element kann zum Beispiel Login-Button sein oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen, die eben dann Benutzerdaten stehlen. Deswegen wollen wir das Einbinden über iFrames verbieten, außer auf unseren Seiten. So, und dazu gibt es jetzt wieder mal auch ein AddHeader. Das heißt, wir schreiben rein AddHeader x-frame-options. Damit verbieten wir das Ganze, oder damit sagen wir erstmal noch gar nichts, aber wir können es damit verbieten. Und jetzt haben wir hier in den Anführungsstrichen gewisse Optionen, nämlich einmal Deny, dann darf meine Webseite nirgends als iFrame eingebunden werden, auch von mir selber nicht. Achtung, dann darf ich das wirklich nirgends machen. Dann haben wir die Same Origin, das heißt, ich von the-morpheus.de darf alle Sources von the-morpheus.de als iFrame einbinden, aber alle anderen eben nicht. Also zum Beispiel google.com kann dann nicht einfach meine Webseite als iFrame einbinden. Oder aber ihr macht allow-from und dann müsst ihr angeben, wo ihr es erlauben wollt. Also zum Beispiel https://google.com oder sowas. Dann darf Google eure Webseite als iFrame einbinden, aber ansonsten eben niemand. Ja, und das ist tatsächlich alles, was ich euch dazu zeigen möchte. Ich benutze jetzt hier einfach mal Same Origin und das ist es auch schon wieder. Vergesst nicht, danach müsst ihr eure Nginx-Konfiguration neu laden, das heißt einfach Service Nginx Restart. Dürfte aber für euch normal sein, wenn ihr so fortgeschrittene Videos zu X-Frame Options oder sowas euch reinzieht. Wunderbar, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.